Also ich höre jetzt auch keinen mehr labern. Das ist Kammer. Alarm. Alarm! Scheiße. Also gut, das mache ich dann erstmal nicht mehr, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die immer wieder nachspawnen oder... Was ist das? Oh. Die sehen gefährlich aus. Nein. Befreien oder so. So, jetzt versuche ich mal. Jetzt habe ich die schon wieder abgelegt. Gibt's doch nicht. Nein, ich bin nicht hier. Ich glaube, die gehen nach einer gewissen Zeit kaputt, die Blaster. Kann das sein? Das war knapp, ja, kann man wohl sagen. Komm, ich brauche neue Medipacks. Ich meine, so schlecht ist der auch nicht, der Blaster. So. Was ist das denn? Ah ja. Ich wollte eine Granate werfen, aber das kriegst du nicht hin. Ja, schlechte Explosion, von wegen. Sieht doch gut aus. Ja, man muss erstmal das ganze Kampfsystem irgendwie raus haben. Aber ich glaube, die sind dann unerbittlich oder so. Alles ein bisschen anders, die hier, die ich jetzt habe. Mehr so ein Maschinengewehr. Maschinenlaser. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg da. Zum eigentlichen Ziel, auch wenn ich wahrscheinlich drauf gehen werde. Komm weg hier. Ja, schmeißt du mal die Waffe weg. Mensch. Ah ja, okay, jetzt weiß ich auch, wie man die wirft. Was war das? Die lassen einfach nicht nach. Nee. Lassen einfach nicht nach. Also ich glaube, das geht dann unendlich, wenn ich mich, wenn ich nicht schleiche.
Nein. Aber ich glaube, ich bin hier richtig, ne? Genau. Oh, da komme ich nicht durch. Gut. Dann war ich ja eben schon praktisch da die ganze Zeit am Ziel. Junge, Junge, Junge. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus, glaube ich. Schild auch noch. Aber das sind... hier sind... Die brauche ich. Schild kann ich nicht aufheben, ne? Ja. Wo ist denn der andere Energiekern, Mensch? Was? Also doch möglich. Also, ja, jetzt wissen sie nicht, wo ich bin. Alarm! Ja, Moment, woran erkenne ich denn den Energiekern? Hier war eben doch der eine Energiekern. Aber der war da. Hier war ich wohl noch nicht. Da. Geschafft. Sehr gut. Wen kümmert schon, dass wir gesehen wurden? Ja, genau. Wen kümmert das schon? Ja, Übung macht den Meister. So, jetzt nichts wie raus hier. Kriegt man auf jeden Fall was Übung. Eins, zwei, zwei. Eins, zwei. Eins. Zu schwer. Nee. Nee, bin raus. Oh, wird immer schwerer. Nee. Klar, dass das immer schwerer wird.
Junge! Alter! Das eine verpasse ich immer. Ja. Boah. Bravo. Ja. Entweder bin ich jetzt wieder müde oder es war echt schwer. So. Brich in den Turm ein. Also für die erste richtige Mission. Wow. Also ich meine für so eine, die erste Syndikat-Mission. Wieder einiges dazugelernt. Blaster findet man immer wieder. Also schön. Kann man nicht behalten. Wo ist diese Konsole? So war ich das richtig verstanden. Ne? Ich habe jetzt nicht so ein Waffenmenü oder so. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gefunden. Hey, drück mal aufs Knöpfchen, mein Freund. Achso, das explodiert. Ja, es kommt wieder so was. Ja gut, irgendwann wird es wahrscheinlich super nervig, ne? Wie bei allen Schlossknackspielen. Zwei, zwei, zwei. Ja. 1085 Credits. Nicht schlecht. Insgesamt, ne, habe ich das nicht auf einmal bekommen. Das ist insgesamt wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Aber Schmuck und so habe ich schon einiges gesammelt, ne? Ja, das brauche ich jetzt nicht. Sei denn, ich muss nochmal Leben nachtanken. Nein, brauche ich nicht. Da bekommt bestimmt noch ein Endfight hier, sonst wären hier nicht sowas zum Explodieren. Ding hat einen Alarm. Ja. Oh, die Datei ist bloß ein Spotchka-Rezept. Wurde ich reingelegt? Hm. Na schön, es soll sich ja lohnen. Die ist verschlüsselt. Hacken. Gut. Ich weiß ja, wie es jetzt geht. Eins ist richtig, aber an der falschen Stelle. Nein, an der richtigen Stelle sogar. Das ist ja gut. Das. Zwei richtig an der richtigen Stelle. Na gut, das ist doch nicht so schwer, ne? Wenn man einmal weiß, wie es geht. Da ist es mit den Schlossknacken schon schwieriger. Bis jetzt. Was machst du? Ach so, jetzt muss ich einfach weg. Dieser Kanal ist absolut sicher, Herr Scharr. Bitte. Es braucht seine Zeit, jemanden wie Gorak zu stürzen. Wenn ich keinen sicheren Kanal einrichten könnte, wäre ich längst tot. Und nennen Sie mich Tislak. Also gut, Tislak. Ich bin altmodisch. Wenn ich einem Freund einen Durchstoß verpassen soll,
will ich die Person kennenlernen, die mir das Messer reicht. Natürlich, Gouverneur. Und Alarm geht los. Wenigstens haben wir etwas. Oh, wo sind wir da nur rein? Ich komme aus der Basis. Jetzt hat sie schon wieder die Waffe weggeworfen. Also die halten nicht lange. Dann nehmen wir das mal mit. Also ich muss hier raus, ne? Oder ich dachte schon, ich muss vorne irgendwo rausspringen. Nee. Ja, muss wirklich genau drauf achten, ne? Okay, dann heißt es wohl klettern. Ja, wo denn, wo denn? Da drüber. Oh, okay. Nach oben oder unten? Keine Angst, Nix. Der nächste Auftrag wird besser. Nach oben, denke ich mal, ne? Dann darüber. Alarm. Nee, nee, nicht zurück. Bin mir nicht sicher. Sieht irgendwie anders aus. Es gibt noch mehr von denen. Der Alarm wurde von innen ausgelöst. Verriegelt die Ausgänge. Alles abgeriegelt. Was ist das? Bring mir das. Sieht aus wie Scharfschützenblaster. Ja. Sehr gut. Aha. Also mit den Waffen ist dann doch so geworden, wie ich es mir erhofft habe. Außer dass man die halt nicht wirklich behalten kann bis jetzt. Dass sie nur eine bestimmte Haltbarkeit haben und dass ich nicht mehrere Waffen nehmen kann, das gefällt mir noch nicht so. Vielleicht kommt das ja noch. Die drei, das war's. Sieht denn die Waffe überhaupt aus? Naja. Besser als nichts. Ja. Dadurch oder hier? Was ist das? Blastergewehr. Ja, das kenne ich ja schon. Ich behalte mal das Scharfschützenblaster. Außer den Alarmsound. Der ist auch. Jetzt hat sie das weggeworfen, ne? Scheiße. Aber ich glaube, mit den Geräuschen kann man auch umstellen. Das, was leiser ist als das andere und das eine lauter als das andere, das sind bestimmte Einstellungen. Vorsichtig, Nix. Ja, also Haken, genau. Komm. Ja. Zack. Okay, okay. Ich muss mich fallen lassen, ne? Ich schaff das. Heilige. Ja, ja, Moment, aber wohin? Ich kann es nicht jetzt nicht viel bewegen. Also ich kann nur die Perspektive gerade haben. Also ich bin unten, alles klar. Oh, war einer da runtergefallen. Cool, sieht auch bei Nacht nice aus, ne?
und mal überall gucken gehen. Ja, Haken. Hey. Mirogana, Toshara. Ich kann jetzt nicht hier runterspringen, oder? Ich muss wohl. Ja, geht, geht. Okay. Ich glaube, wir sind in Sicherheit, Nix. Bist du sicher? Dass das geklappt hat. Baka, wie schnell kannst du das Schiff reparieren? Ich weiß. Du willst weg von Toshara. Aber die Injektoren sind nicht billig. Wirst du bezahlt? Vielleicht. Kennst du jemanden, der etwas für den Beweis zahlen würde, dass ein Pike Gorak stürzen will? Gorak würde was dafür zahlen. Diesmal nur meinen Namen daraus. Hä, wie soll ich zu ihm wieder hin, den ich jetzt praktisch vorher beklaut habe? Euer Ernst? Ach. Moin. Ja, ich würde mal gerne nochmal zum Händler. Aber das ist, glaube ich, nur für Schiffe, ne? Nee, kann ich jetzt noch nicht. Nein. Aber hier vorne war noch eine Händlerin. Aber da kann ich auch nur... Aber ich habe ja eigentlich genug Credits jetzt. Verbesserungen mache ich mal, glaube ich, direkt. Habe ich das jetzt drauf oder ist das was Neues? Da fehlt mir aber noch was, ne? Direkten Energieschaltkreis. Ja, das fehlt mir noch. Das muss man auch noch bedenken. Mann. Häufig in von Syndikaten kontrollierten Gebieten zu finden. Kann bei Plünderern gekauft werden. Na gut, weil ich muss, glaube ich, das Ding irgendwie aufmotzen, weil das fährt sich wie Scheiße. Zur Freischaltung wird Duralstark und Chassis benötigt. Okay. Fehlt mir auch was. Duralstahl. Direkt Energieschaden. Das sind die Teile, die man so zwischendurch findet, ne? Ja gut, war wohl nix. Dann gehe ich mal zum Fischkopf zurück. Das ist, glaube ich, eben auch nicht aufgenommen worden. Leider. Die hatte mich dann, nachdem ich den Gorak von dem Gorak rausgeworfen worden bin, hatte die mich in der Bar abgefangen und zu dem Auftrag geführt, den ich jetzt gerade eben gemacht habe. Muss ich wieder durch die Kontrolle da oben? Ja, scheiße. Das war jetzt nicht mega viel, was da nicht aufgenommen worden ist, aber kann ich einfach durch? Wenn das Crimson Dawn war, wird Gorak nicht erfreut sein. Weil die erkennen mich aber jetzt nicht, ne? Und was wollte ich sagen? Das waren vielleicht so 2 Minuten Szene, die ich nicht aufgenommen habe, oder 3 Minuten. Ich glaube, ich gehe mal dahin. Eben habe ich einen schon abgelehnt. Noch so ein Fischkopf. Manchmal hört man besser auf. Ich weiß, ich kann es schaffen. Ich brauche nur ein paar Kredits. Den Gewinn teilen wir. Ehrlich. Wie viel hatte ich nochmal? Ich muss es mal ausprobieren, ne? Ach, hier.
Ich weiß, wie das es ist. Das eine gute Idee war, weiß ich nicht. Danke. Komm später wieder. Du wirst es nicht bereuen. Na, bin ich mir noch nicht so sicher. Das sind so kleine Gimmicks, so Nebenquests, ne, oder Minispiele. Hier stand doch auch immer einer, der nämlich angequasselt hat. Der ist aber nicht mehr da. Da ist sie. Sie war das. Die hat mir den ersten Auftrag gegeben, jetzt den ich eben gemacht habe. Goraks Lieblings-Spotschka-Rezept. Habe ich den Test seines Kunden bestanden? Frag sie doch selbst. Das ist der ganze Aufwand für so ein scheiß Rezept, ey. Habe ich vorhin mit dir gesprochen? Du hast es geschafft? Das sollte mich wohl nicht überraschen. Man sagt, du hast schon etwas viel Größeres gestohlen. Ein Schiff? Das Lieblingsschiff von jemand Wichtigem. Hab keine Ahnung, wovon du redest. Erkennst du sie? Serek Besh hat eine ihrer Besten geschickt. Und die stellt eine Menge Fragen. Ein Todesmahl von Serek Besh? Was hast du denen gesagt? Nichts. Bisher. Arbeite nochmal für uns, dann bleibt es dabei. Die Pikes haben hier das Sagen. Und Crimson Dawn will das ändern. Also sie meinten doch eben, dass ich das nur irgendwas nur vom Gorak bekomme für ein Raumschiff. Ey, ich weiß es nicht. Das weiß ich echt nicht. Was ich da jetzt machen soll. Die kenne ich ja auch gar nicht. Die hat mich gerade auf diese Mission praktisch getestet. Wegen einem blöden Rezept. Ja, die wollte mich halt testen. Ich glaube, ich mach mal hier. Der war mir eigentlich eben ganz sympathisch, aber dann... Ja, klar. Kein Problem. Hier, Treibstoffinjektoren für das Schiff, das du nicht hast. Damit solltest du Toshara verlassen können. Hä? Du weißt über alles Bescheid, was? Nur über alles, was uns wichtig ist. Du hörst bald von mir. Also versuch am Leben zu bleiben. Ich dachte, ich hätte mich jetzt gegen sie entschieden. Oh, eine Sache noch. Ja? Brams Bein verheilt sehr gut. Danke. Du bist jetzt in unserer Welt, Kay. Bleib wachsam. Statten wir Gorak einen Besuch ab, Nix.